Leute, was geht ab, Leute? Hier? Ich warte auf ein Paket. Kranke Instant-Ramen, angeblich laut Crispy Rob die besten in. Oh mein Gott, da ist es. Oh mein Gott. Endlich. Okay, das war nicht gefaked für die Kamera. Es ist tatsächlich angekommen, weil Lieferdatum war 10 bis 14 Uhr. Und es ist halt kurz vor 14 Uhr. Das heißt, er hat mich maximale Zeit leiden lassen. Während ich gewartet habe, habe ich so eine Serie angefangen. Kuss geht raus an Anni, eine Freundin von mir, die hat mir das empfohlen. Bisschen K-Drama bin ich jetzt langsam reingekommen. Ich habe letztens Alice in Borderland angeschaut. Ich weiß, es ist nicht K-Drama, es war eine japanische Serie, aber die war krank. Richtig mein Stil, hat mir sehr gefallen, kann ich euch empfehlen. Und das, boah, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, der Typ ist ein Pimp, Security-Firma, er provided Sicherheit für seine Kunden, aber seine Kunden sind meistens irgendwelche Mädels, die, ihr wisst, was ich meine. Und sein Dad hat sein ganzes Geld, was er angespart hat, um aufs College zu gehen, geklaut. Und lustigerweise hat er das in Krypto investiert, also der Vater dann. Fand ich witzig, wollte ich euch erzählen, weil wir sind ja im Krypto-Game. Also Kuss geht raus an den Vater, der besteht einfach so seinen Sohn, nimmt das ganze Geld und steckt es in irgendein Coin rein. Fresh out of Japan, Leute. Achso, jede ist einzeln verpackt, oder wie? Achso, ja klar, macht Sinn. Da bin ich aber mal gespannt. Nicht weit von der Giseler Straße, also eigentlich direkt Giseler Straße, hier in München, ist etwas, also heute gibt es noch keinen Rahmen. Heute gibt es etwas, was ich, was mein Interesse auf Instagram wieder mal geweckt hat. Brot und Kloß, Alter. Das sah anderssaftig aus hier, Leute. Bin echt gespannt. Pastrami Sandwich, Alter. Richtig so American Style. Ja, wir sind hier in der Uni-Nähe, Leute. Eigentlich Funkstour Nummer 3, die gerade bearbeitet wird, aber dauert auch schon 2 Monate. Der Kollege meldet sich auch gar nicht mehr. Was heißt meldet sich gar nicht mehr? Also er hat sich noch nie aktiv gemeldet. Also wenn ich ihm schreiben würde, würde er sicher antworten, aber das ist ja das Problem. Von jemandem Aktiven, der Eigeninitiative zeigt und weiß ich. Ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden. Aber das ist egal, also ich habe jetzt erstmal 1-2 Wochen komplett mir Auszeit davon genommen. Also wenn du selbstständig bist, hast du ja immer irgendwas im Hinterkopf. Und ich war halt nie zufrieden mit, also du hast immer halt dieses Gefühl, okay, ich muss mehr machen, mehr machen, mehr machen. Startup, Projekt, selbst und ständig heißt selbst arbeiten und ständig arbeiten, wie der bekannte Spruch halt lautet. Aber ja, die letzten 2 Wochen habe ich halt gar nichts gemacht, aber mit dem Gedanken halt, okay, es ist okay, jetzt nichts zu machen erstmal. Aber ich habe schon noch vor, das Projekt weiter am Ball zu bleiben und das weiter fortzuführen. Die Frage ist halt nur, in welcher Intensität, weil ist ja nicht mein Haupteinkommen, ich mache ja mein Geld. Und die Frage ist halt, muss ich mir wirklich diesen Stress geben? Ja, ich bin committed, ich habe schon viel, ich habe eine Webseite, ich habe eigentlich schon 2 Touren laufen. Wir haben auch schon ein bisschen Marketing gemacht. Jetzt einfach komplett aufhören. Da steckt man, glaube ich, schon zu tief drin. Aber wie viel Zeit will ich tatsächlich darin rein investieren? Wisst ihr, was ich meine, Leute? 13,70 Euro hat es gekostet, 2 Sandwiches. Cashback-Crypto.com, Leute. 49 Cent. Essen ist da, Leute. Das sieht anders saftig hier aus, Mann. Das ist das Sloppy Joe. Der war mega günstig, nur 5er. Und der 8,50 Pastrami, wobei von denen gibt es mehrere Versionen, also da gab es auch einen für 7. Da wisst ihr noch, wo ich diesen Hipster-Laden abgecheckt habe? Das hat 10 Euro gekostet. Eins von denen, also das sind ja 2 Sandwiches. Eins, Alter, von der Mächtigkeit her war das nichts. Das war nur Hype, nur irgendwelche Hipster, die sich untereinander kannten und auf Instagram landen wollten. Hey, ich war auch hier, teil mich, tag mich, dies, das. Und auch ein paar Foodblogger, denen ich folge, bei denen habe ich echt Respekt verloren. Also klar, Geschmackssache, dies, das, aber Preis-Leistung hat so gar nicht gestimmt. Und dass sie da das dann hypen.
Oh mein Gott. Ich hab das Bild gesehen auf Insta. Ich wusste, sofort muss ich herkommen, Mann. Oh mein Gott, mit Ei auch noch, oder was? Tschüss. Es kam gerade eine Nachricht rein von Cake. Ist dein Portfolio in Minus? Mit diesen drei Tipps ist der nächste Crash egal. Ich schau mal rein. So. Alter, ich schaff safe nicht die zwei, Mann. Was ist das für ein heftiger Laden, Mann? Das ist der neue Geheimtipp, Mann. Kranker Laden, Alter. Sowas hat Cake geschrieben. Tipp Nummer 1. Bau dir ein diversifiziertes Portfolio auf. Habe ich nicht. Tipp Nummer 2. Hodl. Oder bei Kursrücksetzer nachkaufen. Genau. Tipp Nummer 3. Cashflow is King. So verdienst du laufend weiter. Genau. Also alles außer das erste haben wir gemacht. Ein Espresso aufs Haus, aber mich kann man nicht bestechen. Ich habe schon auf Insta gepostet, wie krank das Essen war. Ist natürlich was übrig geblieben, das war zu mächtig. Oh mein Gott. Der Laden kommt auf jeden Fall in meine Top-Liste, Mann. Was ist das für ein kranker Laden, ey. Die verkaufen auch Klose. Ich weiß jetzt nicht, wie geil Klose sind, aber wenn die Qualität halt auch so geil ist wie bei den Sandwiches, wieso nicht? Können wir mal testen, weil ich habe meine Quittung. Buchhaltung! Okay, ich werde hier abgefüllt, Leute. Es gibt noch Cheesecake auch noch dazu. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich glaube, das liegt an euch. Das passiert ab und zu mal, wenn die euch sehen. Beste Leben. Also, Leute, kauft einfach nur eine Kamera und lauft einfach nur damit rum. Auch wenn ihr gar keine Videos oder so macht, dann gibt es ein bisschen Extras. Hier ist das Haus gemacht. Ja. Also, machen wir. So. Oh mein Gott, ich habe kein Foto gemacht. Fuck! Insta-Live, Leute, kein Foto gemacht. So. Ich habe mich, oder er hat mich in ein Gespräch gewickelt. Haben wir ein bisschen gequatscht, was ich so mache. Ob ich Foodblogger bin, ich so, ja, jein. Also ich mache schon viel mit Food, aber ich bin eigentlich einfach nur ein Typ, der ein bisschen Kryptogeld hat und jetzt versucht, die Genüsse der Welt zu erleben. Ich habe mich letztens auf Instagram mit Toriko verglichen, falls ihr das kennt. So die ersten zwei Sätze von der Inhaltsbeschreibung von Toriko, dem Anime, habe ich echt gefühlt. Das war irgendwas, er bereist die Welt, um die höchsten Gourmet-Genüsse zu erleben oder sowas. Und dann hat er halt erzählt, dass drei Brüder, also er und seine zwei Brüder, das aus dem Nichts gestartet haben, erst vor 2 Monaten. Sprich, ich habe den Laden nicht immer übersehen und dass er davor irgendwas ganz anderes gemacht hat, in der Bibliothek gearbeitet und alle drei dann einfach spontan Bock hatten, diese Sandwiches zu machen, alles hausgemacht, handgemacht, eigenes Brot, krasse Metzger und so. Und das läuft halt jetzt seit 2 Monaten, aber obwohl es halt direkt hier Gieseler Straße, Schwabing ist, Leopoldstraße geht halt krank ab. Ist bisher noch schleppend, wirklich schleppend und ja, ich habe ihm gesagt, ihr seid krass. Qualität wird siegen. Das wird sich verbreiten, dass der Laden krank ist. So wahr ich hier stehe, ich werde diesen Laden hypen und den an die Spitze bringen. Jeder soll diesen Laden hier in München kennen, dass der krank ist. Nach Tatis natürlich. Tatis war doch Nummer 1. Mein Gott, Weltuntergang, Mann. Gestern in unserer Telegram-Gruppe haben schon ein paar gepostet. Wo kamen die her? Baden-Württemberg ungefähr? Sascha zum Beispiel. Krank, was dort abging, Alter. Ich habe eine kleine Ansage gemacht an die Foodblogger. Zum Beispiel, Where to Eat in Munich heißt der Typ, okay? Oder die auf Instagram, okay? Da denkt man, dass man da echt Empfehlungen bekommt, wo man halt gut essen kann in München. Aber nein, was kriegt man da? Schaut mal. An. Hier, gehen wir ganz rauf. Anzeige-Einladung. Anzeige-Einladung. Ist das Instagram-Account? Heißt der Where to Eat Munich? Oder Where to Get Paid to Eat Munich? Und ich habe so eine kleine Ansage gemacht. Yo, Anzeige
Einladung und dann das Einladung durchgestrichen in meiner Story und dann aus dem Herzen drüber geschrieben. Da habe ich geschrieben, jeder Foodblogger, also ich esse nicht da, wo ich bezahlt werde, sondern da, was so, als, oh mein Gott, was für ein Weltuntergang, was halt saftig aussieht und klingt. Da habe ich geschrieben, jeder Foodblogger in München, der mal was hypen will, ohne bezahlt zu werden, der soll das abchecken. Und wenn er nur Sachen hypt, wenn er dafür bezahlt wird oder wenn er dafür eingeladen wird, dann bezahle ich ihm sein scheiß Sandwich dafür. Nee, sehe ich nicht ein, Mann. Sehe ich nicht ein. Es gibt nicht einen Foodblogger, den ich respektiere, wo ich sage, okay, der zeigt mir was, was ihm tatsächlich schmeckt, aus dem Herzen, wo er sagt, boah, saftig, sondern nur Anzeige-Einladung. Ich hasse das, Mann. Real talk, ich hasse das. Zeig mir dein Lieblingsladen. Zeig mir einen Laden, wo du hingehst, nicht weil du eingeladen wirst, sondern weil du sagst, boah, der ist so heftig. Und das ist einer dieser Laden, wo ich sage, yo, der ist heftig. Yo, was geht, Leute? Abschluss vom Video, Outro. Ja, das mit den Foodbloggern triggert mich manchmal. Aber, ja. Also ich habe kein Problem, dass die Hack damit machen. Und ich habe auch kein Problem, dass irgendwelche Posts gesponsert sind. Aber wenn 99% davon gesponsert sind und nichts davon wirklich eine Empfehlung aus dem Herzen ist, das langweilt mich halt dann. Macht auch jeden zweiten, sogar jeder, also zwei Drittel gesponsert, ist auch kein Problem für mich, aber doch nicht fast 100%, Mann. Also das war's von mir, Leute. Ich habe mir die hier gegönnt. Seht ihr aber im Video morgen. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch, jeden Freitag sind wir live. Und sonst natürlich in DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Ciao und serious business, Leute.